Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Weiter geht es mit unserer Karriere und weiter geht es mit Alemannia Aachen. Ja, die Bundesliga-Saison ist zu Ende. Wir konnten den deutschen Meistertitel verteidigen und jetzt fehlt nur noch das Finale in der Champions League gegen die Bayern. Dieses wird am 24. Mai ausgetragen. Wir schauen nochmal in unsere medizinische Abteilung, sehen zum Glück keine verletzten Spieler. Und das gibt uns natürlich Hoffnung, dass wir mit der stärksten Elf gegen die Bayern antreten können. Wir wollen nicht lange zögern, gehen rein in die Wochenplanung. Unsere Fanabteilung schlägt einen Fanclub-Besuch vor. Das machen wir natürlich gerne. Das Freundschaftsspiel lassen wir ja beiseite. Wir wollen natürlich kein Risiko eingehen, hier nochmal einen verletzten Spieler zu erhalten. Wir werden individuell trainieren, dort aber nochmal kleinere Änderungen vornehmen. Ein Ausdauerlauf am Montag wird eingesetzt und auch am Donnerstag nochmal eine Hit-Einheit, dass wir die Fitness und die Ausdauer nochmal gut nach oben kriegen. Die Intensität setzen wir natürlich runter. Wir wollen natürlich hier keine Verletzungen mehr provozieren. Unsere Mannschaft soll in Bestbesetzung gegen die Bayern antreten. 75 Konditionen, aktuell 86 Frische. So geht's rein in die Woche. 12 Tage sind es noch bis zum Finale in der Champions League. Und wir bekommen noch mal ein Angebot für Oscar Melendo. Mainz möchte ihn gerne verpflichten. 9 Millionen werden geboten. Das ist mir aber zu wenig für unseren top-offensiven Mittelfeldspieler. Daher lehnen wir das Angebot noch ab. Clint Mola verletzt sich leider. Ein Jochbeinbruch bei ihm diagnostiziert. Und ich denke, er wird gegen die Bayern damit nicht einsatzbereit sein. Dafür hat Sten Kremer sein Trainingsziel erreicht. Das letzte Trainingsziel, was er noch hatte, hat er fertig gemacht. Jetzt können wir nur noch an seinen Trainingsfortschritten arbeiten. Aber er hat halt die maximalen Fähigkeiten gelernt. Und ja, nur noch erhalten ist jetzt seine Devise. Aber mit 11,7 jetzt ein richtig guter Torhüter. Natürlich noch recht jung. Er ist erst 22 Jahre alt und ihm steht noch alles offen. Silvan Hefti ist leider auch erkrankt. Eine Erkältung lässt ihn ein paar Tage pausieren. Aber ich denke, im Champions League-Finale gegen die Bayern wird er wieder da sein. Der von uns besuchte Fanclub freut sich natürlich über den Besuch. Nicht anders zu erwarten, wenn der Meistertrainer zu den Fans geht. Schauen wir auf den Teamfortschritt der Woche. Natürlich durch das individuelle Training viele gute Fortschritte. So soll das sein. Vitale ist kurz davor, seine Strafraumbeherrschung zu bekommen. Auch Bonneau arbeitet gut an seinem Aufbauspiel. Sehr gut, das sieht alles gut aus. Wir gehen rein in die nächste Woche. Haben jetzt natürlich den Wochenstart für das Champions League-Finale gegen die Bayern und setzen da sofort weiter. Wir wollen uns hier nicht lange aufhalten. Gehen nur einmal ganz kurz in die medizinische Abteilung, besuchen nochmal Hefti, damit wir mit ihm nochmal ein paar Worte wechseln können. Auch Clinton Mola wird von uns noch einmal besucht. Und so geht's rein in die Wochenplanung. Unser Sponsor Banca Privada de Andorra lädt zu einem Status-Meeting ein. Ja, machen wir gerne am Dienstag. Wir werden unser normales Standardtraining auswählen, gehen so hinein in die Woche und hoffen natürlich, dass keine Verletzungen mehr dazukommen. Das Gespräch mit Hefti läuft gut, er freut sich sichtlich über den Besuch. Das war auch nicht anders zu erwarten. Unser Spieler Tanganga ist leider erkrankt, ein Infekt. Auch er wird dann wahrscheinlich ausfallen gegen die Bayern. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Dafür ist unser Sponsor natürlich super glücklich mit der bisherigen Zusammenarbeit. Jetzt noch das Gespräch mit Clinton Mola. Bedankt sich höflich für ihren Besuch, möchte aber schnell wieder seine Ruhe. Okay, das ist natürlich nicht so erfreulich. Wir schauen mal, wie wir damit umgehen werden. Ja, und damit sind wir angekommen in Athen im Olympiako Stadio Athino und sind knapp 2000 Kilometer gereist und hoffen jetzt natürlich gegen die Bayern ja das Beste auf den Platz bringen zu können. Die Stärke der Bayern 132, unsere bei 116. Deutliches ja, Plusverhältnis für die Bayern. Die kommen mit 3 Stürmern, 3er Mittelfeld und 4er Abwehrkette. Sehr interessant heute, Serge Gnabry, Lewandowski und Leroy Sané natürlich in der Offensive. Leon Goretzka neben Christopher Nkunku im offensiven Mittelfeld, Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld,
Und dann haben wir Wan-Bissaka, Tomori, Upamecano und Alaba in der Verteidigung. Und Alexander Nübel hütet das Tor der Münchner. Wir werden beginnen heute mit Stan Kremers im Tor, Miranda, Garcia, Araujo, Bono in der Verteidigung, Matteo Guendouzi im defensiven Mittelfeld, Federico Valverde neben Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld, Oscar Melendo im offensiven Mittelfeld und Van den Hoek stürmt heute neben Kulouris. Die allgemeine Taktik bleibt natürlich gleich, offensiv natürlich die Ausrichtung. Wir wollen den Bayern zeigen, dass sie uns hier nicht den Schneid abkaufen können. Wir wollen natürlich zeigen, dass wir es wert sind, im Finale der Champions League zu stehen. Der Marktwert der Bayern 471 Millionen, bei uns sind es nur 232 Millionen. Aber wie so oft in der Saison haben wir gesehen, auch wenn wir weniger Marktwert hatten, wir konnten teilweise große Erfolge erringen. Aus dem Grund werden wir natürlich den Einsatz auch hochnehmen. Es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Auch die Standardansprache Revanche für den Pokal. 4 Punkte aus der Wut werden wir auswählen. Die Bayern haben uns aus dem DFB-Pokal hinausgeworfen. Und das wollen wir natürlich rächen. Wir schauen mal, ob wir noch einen Spieler motivieren können. Nein, leider nicht. Guendouzi hat Kopfhörer auf und ist kaum ansprechbar. Das ist natürlich schade. Aber wir werden nochmal einen kleinen Bonus einsetzen. Ich denke, 20.400 Euro werden wir einsetzen pro Spieler, wenn unser Team heute gewinnen sollte. Das wird ja durch die Einnahmen von der Champions League schon mehr als kompensiert. Und so geht es dann los. Das Champions League-Finale in Athen zwischen Bayern München und Alemannia Aachen. 69.600 Zuschauer ausverkauftes Olympiako Stadio Athinon. Und Vespasian Sivulovic ist der Schiedsrichter, der die Partie leiten wird. Los geht's. Ich bin sehr gespannt, wie die Partie laufen wird und wer am Ende den Pokal in den Athener Himmel strecken wird. Die Fans von Aachen sind da, pushen ihre Mannschaft nach vorne. Momentan der Ballbesitz auch plus für Aachen. Jetzt kommen die Bayern aber, reißen das Spiel an sich und sie haben auch die erste Möglichkeit in der 14. Minute. Kimmich mit Pass auf Gnabry, Hackentrick auf Wan-Bissaka, wieder auf Gnabry, der spielt zu Sané, Hackentrick auf Goretzka, Hereingabe auf Nkunku, der schießt aus 4 Metern. Aber am Tor vorbei, erste Möglichkeit für die Bayern. Wird Aachen da entsprechend reagieren können? Wir sind sehr gespannt drauf. Die Fans von München sind auf jeden Fall da. Und wir sehen auch, die Münchner haben jetzt den Ballbesitz auf ihre Seite gezogen. Dennoch eine Verwarnung jetzt für Leon Goretzka in der 21. Minute. Es ist weiterhin recht Schmalkostfußball, wenig Chancen, eine erst für die Münchner. Und da haben wir sie, die zweite in der 33. Freistoß durch Leroy Sané. Er bringt den Ball hinein in den Strafraum, Lewandowski, Flanke geht rüber, auf den Upamecano, Dropkick. Aber Kremers ist auf dem Posten. Und mit einem Abwurf auf Araujo leitet er den Konter für Aachen ein. Araujo geht in die Hälfte der Münchner, dribbelt weiter Richtung Strafraum, bringt den Ball auf Van den Hoek, der schießt aus gut 11-12 Metern, aber dann doch weit am Tor vorbei. Freistoß für Aachen, 35. Minute, Valverde rüber auf Van den Hoek, spielt zurück auf Guendouzi, in die Spitze zu Garcia, der schießt aufs Tor, aber Nübel ohne Probleme, leitet mit einem weiten Abschlag jetzt seinerseits für die Münchner den Konter ein. Upamecano spielt ab auf Lewandowski, der schießt aus gut 13-14 Metern, aber auch wieder am Tor vorbei. Aachen jetzt auch wieder im Angriff, 35. Minute. Bono auf Melendo, weiter Pass rüber auf Miranda, der dribbelt auf der Außenbahn, bringt den Ball herein auf Van den Hoek, der nochmal zurück auf Kulouris. Schuss aus gut 10 Metern, aber wieder am Tor vorbei. Ausgeglichenes Chancenverhältnis, ausgeglichener Ballbesitz. Momentan kann Aachen mithalten mit den großen Bayern. Aber die Münchner wieder im Angriff, 40. Minute, Kimmich passt auf Goretzka, der schießt aus dem Rückraum und der Ball geht ins Tor, 40. Spielminute, die 1-0 Führung für die Münchner und es geht wahrscheinlich auch damit in die Halbzeitpause nochmal eine Möglichkeit zuvor für die Münchner, 44. Alaba auf Goretzka, Hackentrick auf Sané, spielt ab auf Nkunku, der spielt zu Lewandowski, Hackentrick auf Kimmich, Hereingabe auf Gnabry und da ist es, das 2-0. Vor der Halbzeitpause die klare, deutliche Führung für die Münchner gegen Aachen. Aachen versucht nochmal in der 46. Minute ein Tor zu erzielen. Ecke durch Melendo, reingeschlagen auf Bono, der aus 5 Metern, aber leider dann doch weit am Tor vorbei. Da ging nochmal ein Münchner dazwischen. Aber Aachen versucht es weiterhin. 47. Minute, Guendouzi auf Valverde, der dribbelt Richtung Strafraum.
schießt von der Strafraumkante, aber leider wieder am Tor vorbei. Nübel musste nicht eingreifen. Ja, wir schauen mal auf die Noten. 4,0 für Kremers, 4,0 für Bellingham. Das ist natürlich nicht so gut. Garcia noch der Beste auf dem Platz mit 2,5, ansonsten 3,0, 3,5 die Durchschnittsnote. Wir werden nicht wechseln. 2:0 natürlich der Rückstand, recht hoch gegen die Münchner. Aber vielleicht kommen wir nochmal wieder. Wir bringen noch etwas extra Motivation ins Spiel hinein, werden mal ja als Ostwestfale unsere Ansprache halten. Und ich bin sehr gespannt, wie die Motivation für unsere Jungs, ja, wie sie einschlagen wird. In der zweiten Hälfte werdet ihr kämpfen, bis die Hölle zufriert. Und dann geht's auf dem Eis weiter. Okay, die Hölle soll zufrieren und dann geht's auf dem Eis weiter. Also absolute Top-Motivation für unsere Spieler. Und ich hoffe, sie können das auch auf den Platz bringen. Rein geht's in die zweite Halbzeit. Nkunku schon mit der dritten Verwarnung für die Münchner in dieser laufenden Partie. Vielleicht haben wir Glück und die Münchner hätten nochmal eine gelb-rote Karte, dann hätten wir ein Überzahlspiel. Aber bis jetzt knapp 60 Minuten gespielt, keine weitere Möglichkeit für eine der beiden Mannschaften. Und wir müssen langsam reagieren. Wir müssen mehr Offensivpower auf den Platz bringen. 65 Minuten jetzt um. Ich werde jetzt wechseln in der 70. Minute. Die Bayern haben es schon getan. Coman kommt für Gnabry und Müller kommt für Kimmich. Die Bayern wechseln auch in die Offensive. Ich werde jetzt erstmal Ferdidrüff für Van den Hoek bringen. Dann schauen wir mal sonst so auf die Noten. Ja, Bellingham nur mit einer 4,0 natürlich nicht gerade so der beste Spieler. Aber wir müssen ihn einfach drin lassen. Miranda schon etwas angeschlagen, linke Außenverteidigerposition, aber dort haben wir natürlich keinen Ersatz. Wir könnten natürlich Bono tauschen mit Miranda und dann nochmal Hefti in die Partie bringen. Dann haben wir keine großen Möglichkeiten mehr in der Offensive. Wir haben nichts auf der Bank, was wirklich ja jetzt ein Tor schießen könnte. Wir schauen mal in die Verteidigung. Ja, Rauche mit 3,0 eigentlich auch noch ganz gut. Guendouzi natürlich mit 41 Fitness jetzt so der Schwächste auf dem Platz und auch Oscar Melendo mit 42 Fitness. Da könnten wir nochmal reagieren. Wir könnten Lanzana für Guendouzi bringen und dann vielleicht Yangto dann später noch für Melendo und mit Valverde dann tauschen. Das werden wir dann in den nächsten Minuten noch einleiten. Zwei Wechsel haben wir jetzt noch übrig. 70 Minuten sind jetzt um. Weiterhin 2:0 für die Bayern. Wir setzen natürlich jetzt alles nach vorne, den Einsatz auf volle Pulle. Vierte Verwarnung jetzt für die Münchner, aber sie haben auch eine beruhigende 2:0 Führung. 85 Minuten sind um, wird da nochmal was von Aachen kommen. Wir werden jetzt nochmal auswechseln, bringen jetzt Valverde für Oscar Melendo auf die offensive Mittelfeldposition, dann Yangto in die Partie im zentralen Mittelfeld. Ja, und damit haben wir eigentlich alle unsere Wechsel schon fast vollzogen. Einen hätten wir noch. Aber wir haben halt nur noch Verteidiger auf der Bank oder Gassama, den wir noch bringen könnten für Kolouris. Ich denke, wir bringen nochmal Gassama für Kolouris in die Partie in die letzten Minuten. Schauen mal, was noch passiert. München kommt nochmal 88. Minute. Wan-Bissaka auf Coman. Der bringt die Flanke rüber auf Zirkse. Hereingabe auf Coquelin. Und der macht die Entscheidung, Francis Coquelin, mit dem 3:0 in der 88. Minute. Schade, es hat nicht gereicht. Aachen verliert dieses Champions-League-Finale. Kommt aber nochmal in der 95. Minute nach vorne. Bono dribbelt von der Außenbahn in den Strafraum. Querpass auf Drüff. Und der nochmal mit dem Ehrentreffer. 3:1 jetzt der Spielstand und gleichzeitig auch der Schlussstand. Ja, die Bayern gewinnen dieses packende Duell in Athen. 3:1 der Sieger Bayern München. Wir gratulieren den Münchnern zum Gewinn der Champions League. Das Ergebnis ist natürlich schlecht für uns. Wenn nicht sogar schon eine Katastrophe, würde ich sagen. 3:1 gegen die Bayern verloren. Aber ja, es war auch nicht anders zu erwarten. Was denken wir über die Arbeit von Harald Scherer, den Trainer der Münchner? Ich denke, ja, er leistet eine gute Arbeit. Sie sind Vizemeister und haben die Champions League gewonnen. Und was versprechen wir uns von Krislav Mazzima? Er ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft und eine gute Gelegenheit. Ja, war eine gute Gelegenheit, würde ich mal sagen. Jetzt nochmal schnell die Antworten durchgeben. Bei dem Ergebnis, die Leistung ihrer Spieler heute, wie schätzen wir das ein? Ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns das anders vorgestellt, das ist klar. Was denken wir über die Arbeit von Harald Scherer? Beliebtheit Öffentlichkeit nochmal +1, Beliebtheit Mitarbeiter +1. Beim Ergebnis Zufriedenheit aller Spieler und Öffentlichkeit +1.
Und was versprechen wir uns von Krislau und Matsima? Ja, die Zufriedenheit von Matsima steigt natürlich plus 1, weil er eine gute Gelegenheit war. Die Beliebtheit der Fans fällt um 2 Punkte. Sehr interessant. Klar, er war nur ein Mann für die zweite, aber ich denke, er hat auch Zukunft für die erste Mannschaft von Alemannia Aachen. Ja, nochmal die Übersicht über das Champions-League-Finale. Bayern gewinnt 3:1 gegen Aachen. Wir sind die Mannschaft mit dem meisten Pech heute, dafür die Bayern das Team mit dem meisten Glück. Das ist ja oft so. Schauen wir nochmal auf den Fortschritt dieser Woche. Porno wieder mit gutem Fortschritt bei seinem Aufbauspiel. Das ist sehr schön. Auch Araujo bei seiner Schusskraft und Garcia bei seiner Schnelligkeit. Kaspar Schmeichel auch nochmal mit Fausten. Aber für Kaspar Schmeichel endet ja eh nach der Saison die Karriere und er geht in den wohlverdienten Ruhestand. Yangto arbeitet nochmal an seiner Technik. Kasama arbeitet nochmal an seinen Volleys. Und Vitale bei seiner Strafraumbeherrschung mit gutem Fortschritt. Wichtiger natürlich der Fortschritt der Stufe und da haben wir einige Spieler, die dabei sind. Stan Kremers ist dabei, Miranda ist dabei, Araujo. Dann haben wir Garcia dabei, Bellingham, Melendo, Van den Hoek, Kulouris, Lanzana und auch Agumé, Drüff, Kasama und Hefti, ebenso Vitale, haben alle gute Fortschritte gemacht. Leider verliert unser Kaspar Schmeichel nochmal etwas an seinem Fortschritt. Aber wie gesagt, für ihn ist die Saison eh die letzte und dadurch mache ich mir da keine Sorgen mehr drum. Ja, Van den Hoek erkältet sich nochmal. Sehr interessant. Und Kaspar Schmeichel holt sich auch nochmal die Grippe. Alle Spieler holen sich im Mai nochmal kleine Erkältungen. Wir bekommen nochmal ein Angebot von Arsenal. Arsenal möchte uns gerne als Trainer verpflichten, aber wir lehnen ab. Wir wollen natürlich noch mindestens ein Jahr bei Aachen bleiben, bevor wir uns ja einen neuen Verein uns aussuchen, uns anschauen. Paddy Drew möchte natürlich mehr Gehalt haben. Sein Vertrag läuft auch langsam aus. 2027, da werden wir eh nochmal nachverhandeln müssen. Er möchte gerne 1,3 Millionen haben. Aktuell verdient er 420.000. Ich denke, 900.000 finde ich fair. Siegprämie von 12.000 Euro kann ich auch akzeptieren und eine Einsatzprämie von 8.000 Euro. So werden wir ja, ihm ein Angebot vorlegen. Er ist auch zufrieden. Das ist gut. Sehr schön. Das bringt wieder etwas Motivation. Ja, und damit endet diese Folge leider mit einer Niederlage im Champions League-Finale gegen die Bayern. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und mir bleibt am Ende nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.